Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Morgenroutine mit Baby. Ich wurde schon so oft gefragt, ob ich mal so ein Video drehen kann, und dachte ich mir, das mache ich auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Ich liege mit der Kleinen meistens so lange im Bett morgens, bis sie von alleine aufwacht. Das ist meistens um 7 Uhr. Also eigentlich kann man schon den Wecker danach stellen, die ist immer um 7 Uhr wach. Und meistens, wenn sie aufgewacht ist, stille ich sie noch einmal. Und dann währenddessen rede ich entweder mit ihr, kuschel mit ihr oder gehe auch manchmal ans Handy. Und wenn sie dann fertig ist und danach nicht wieder einschläft, stehen wir gemeinsam auf. Oder wenn sie dann einschläft, danach bleiben wir eben so lange noch im Bett, bis die Kleine wieder wach ist. Aber jetzt ist erstmal Aufstehzeit. Meistens liegt die Kleine dann noch ganz glücklich im Bettchen. Und ich kann mich dann in Ruhe fertig machen. Also ziehe ich mich erstmal an. Hier gab es erstmal eine Jogginghose für den Morgen. Schön mit Farbe von der Baustelle dran. Und dann nutze ich meistens ganz schnell die Zeit und gehe erstmal auf Toilette. Und ja, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich meistens die Kleine fertig. Ja, die Maus ist meistens dann schon wach. Und dann albe ich noch so ein bisschen mit ihr rum. Und starte so glücklich in den Tag sozusagen. Und nicht so stressig, sondern ganz ruhig und gelassen. Ja, wir albern dann meistens einfach noch so ein bisschen rum. Sie redet ganz, ganz viel mit mir und sie lacht ganz, ganz viel. Ja, und dann geht es meistens für uns rüber zum Wickeltisch. Dann wird die Kleine erstmal frisch gemacht, also neue Windel. Und natürlich anziehen, waschen tue ich sie. Und dafür mache ich immer den Heizstrahler an, das mag sie total gerne. Also diese Wärme, das findet sie sehr, sehr angenehm. Aber sie guckt ihn auch total gerne an. Also ich glaube, das ist nachher das Licht. Schaut sie total gerne an. Auch fasziniert sie schon total vom Mobile, was oben drüber hängt. Das findet sie auch ganz, ganz toll. Und das lacht sie manchmal sogar richtig an, so richtig mit Geräuschen. Ja, ich suche dann erstmal raus, was wir anziehen können. Meistens lege ich das am Abend schon zurecht, aber hier habe ich das nicht gemacht. Und habe mich dann erstmal durch unsere Wäscheberge gesucht, was wir denn heute anziehen können. Ja, und dann wird, wie gesagt, einmal alles ausgezogen, dann wird sie gewaschen. Wir müssen immer den Body wechseln, weil sie in der Nacht immer spuckt. Und genau, da gab es jetzt einmal hier diesen gestreiften Body. Dann wieder die Strumpfhose, neue Söckchen und die Hose. Habt ihr auch gerade schon gesehen.
So, wenn wir dann fertig sind, mache ich erstmal den Heizstrahl wieder aus und dann gehen wir auch direkt nach unten. Da warten dann meistens schon meine Eltern. Und die kleine Maus macht dann immer ihren Vormittagsschlaf noch. Und den macht sie meistens in der Federwiege. Das mag sie total gerne. Zwischendrin stille ich sie meistens noch. Also zwischen Umziehen und Federwiege stille ich sie meistens noch. Und dann schläft sie erst ein paar Stunden. Und ich mache mir hier noch meinen Tee morgens. Und ja, das hier ist mein Frühstück. Richtig schön mit Salat heute. War richtig lecker. Genau. Und dann, wenn die Kleine dann schläft, dann räume ich meistens oben immer noch alles auf. Mach alles fertig und ja, mach die Wäsche und so. Also nutze einfach die Zeit so ein bisschen für den Haushalt. Und dann war das auch eigentlich schon unser Morgen. Also mehr mache ich denn morgens nicht. Genau. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.